Ich bin mit der Musik groß geworden. Also Hip-Hop war im Haus, ständig. Also tanzen und Leben finanzieren, das waren für mich zwei verschiedene Dinge. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mit dem Tanzen mein Geld verdienen würde. Hallo, mein Name ist Safet Mistele, ich bin 30 Jahre alt und von Beruf Tänzer. Aufgewachsen bin ich in Wuppertal und zum Tanzen bin ich gekommen durch meine Brüder, beziehungsweise durch einen meiner Brüder, indem ich ihm nachgeeifert habe, imitiert habe. Das Ding ist, dass ich an der Hauptschule immer, also ich hatte den Ruf quasi, ah, der Safet macht was mit Tanz, so. Und dann hat mich eine meiner Lehrerinnen, meinte dann zu mir, warum gehst du nicht mit deiner Crew, guck mal, da ist ein Projekt, die brauchen Jungs, so. Ich so, okay, was ist das für ein Projekt? Und dann hat die gesagt, ja, das ist von Pina Bausch. Ich habe meine Leute gepackt, so, wir sind da hingegangen und dann hatten wir erstmal eine große Überraschung. Ich so, Pina Bausch, hatte gar keine Ahnung, wer das ist, so, ne? Okay. So, to help you. Ja. Junge, vor 13 Jahren. So, aber dann muss es sich bewegen. Okay, weg. Das war ein sehr, sehr schöner Zufall, dass das so alles passiert ist. Und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was für ein Ausmaß das nimmt. Und dann haben wir so einen Vorgeschmack bekommen, wie das ist oder was das bedeutet, ein Berufstänzer zu sein, ein Bühnentänzer zu sein. Das Ding war auch, dass ich durch das Projekt Kontakthof, sind mir, wie gesagt, ich habe halt Blut geleckt gehabt, so, ne? Und das ist so, ich will das machen. Und bin dann über dieses Projekt quasi an die Folkwang gekommen. Also im wahrsten Sinne des Wortes hat mir dieses Projekt, war das Sprungbrett für das Leben, das ich heute lebe. So, ne? Ohne dieses Projekt wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Ohne die Menschen, die mir geholfen haben und die Menschen, die ich getroffen habe auf diesem Weg, wäre ich nicht der, der ich heute bin. So. Wie sich das Ganze dann weiterentwickelt hat, also quasi Kontakthof, erste Station, Folkwang, zweite Station. Und dann bin ich von der Folkwang, habe ich meinen ehemaligen Chef kennengelernt, Johannes Wieland, der 15 Jahre am Staatstheater in Kassel war. Und habe ihn im Masterprogramm von der Folkwang kennengelernt
weil er da unser Abschlussstück gemacht hat. Und er hat mich im wahrsten Sinne des Wortes in meinem letzten Semester einfach mitgenommen. Hat mir einen Vertrag angeboten und dann bin ich zu meiner jetzigen Station nach Kassel gekommen. Ja, ich habe dann, also nachdem ich meinen Master gemacht habe, ich habe meinen Bachelor gemacht an der Volkwang, 4 Jahre. Und habe dann nochmal 2 Jahre draufgesetzt, weil ich einfach das gebraucht habe. Und habe dann in meinem Masterstudiengang Johannes Wieland kennengelernt und bin dann durch Johannes nach Kassel gekommen und bin immer noch hier. Parked up outside in the old school. The new me back with the old you. The dog always finds his way back home, and it's so true.